Es ist Sonntag, der 3. März 2024. Das, was ihr da seht, ist der letzte Abglanz des Tages. Wir hatten heute einen schönen sonnigen Tag. Und ich nehme euch bei meiner abendlichen Runde mit im Dichterviertel von Barnsdorf. Das mache ich also jeden Abend, egal bei welcher Witterung. Und heute war es besonders schön. Ja, der Winter liegt hinter uns und das Frühjahr liegt vor uns. Am 1.3. soll ja schon, zumindest meteorologisch, der Frühling begonnen haben, aber ich nehme es ein bisschen genauer. Es ist tatsächlich der 21. März, die sogenannte Tag-Nacht-Gleiche. Und deswegen nehme ich euch heute mit. Es soll ja mal Zeiten gegeben haben, da hat das Jahr nicht am 1. Januar begonnen, sondern tatsächlich am 21. März. Weil es tatsächlich der Neubeginn ist des neuen Jahres. Das Leben kehrt zurück. Und all das, was wir da so erleben, wenn das Leben zurückkehrt, ist ein Wunder letzten Endes. Und ich möchte euch heute auf etwas hinweisen, was am 21. beginnt. Ihr wisst ja, dass Christina und ich zweimal im Jahr eine Reise anbieten, die sogenannte Heldenreise, die Matrix-Heldenreise, und die beginnt entweder zum Frühlingsäquinox oder zum Herbstäquinox. Warum? Das sind zwei im Jahre besondere Daten, weil die kommen nie wieder vor. Nämlich tatsächlich, wo sich die Nacht genauso lang abzeichnet wie der Tag. Und das zweimal im Jahr. Und da beginnt unsere Heldenreise, wo es um die Frage geht, was ist überhaupt Schöpfung? Ich zeige es euch nochmal. Das, was wir da sehen oder vermuten, entsteht letzten Endes nur in unserem Sehzentrum. Was das da hinten ist und überhaupt, was Sonne ist und was Mond ist, wissen wir mit Verlaub gar nicht. Wir glauben den Erzählungen von schlauen Leuten und von schlauen Büchern. Aber was das da wirklich ist, können wir nur erfahren, wenn wir uns dort auf den Weg machen. Indem wir diese Matrix überwinden und uns der eigenen Schöpfungsmatrix zuwenden. Es gibt viele Experimente, es gibt viele Abenteuerreisen, gleichwohl. Aber die Matrix-Heldenreise ist, glaube ich, einmalig. Das ist jetzt der dritte Anlauf, den wir jetzt machen mit einer kleinen Gruppe. Da geht es um die Frage, was war vor all dem, wo es noch nichts gab? Also, was war, bevor es das erste Atom gab, das erste Molekül, der erste Gedanke, die erste Melodie? Das erste Lebewesen, die erste Zelle. Was war da? Und wie kommen wir dahin? Ich kann euch sagen, ja, es gibt einen Weg dorthin mit ganz besonderen Schlüssel, die heißen Matrixkomplexe, die jetzt erst vor anderthalb Jahren das Licht der Welt erblickt haben, muss man so zu sagen. Ich habe sie schon lange gemacht, aber es gab dafür keine wirkliche Anwendung, aber jetzt gibt es Menschen, die wollen wissen, was ist hinter dem Vorhang? Was war im Raum vor der ersten Unterscheidung? Und wer das wissen will, ist eingeladen, uns auf dieser Matrix-Heldenreise zu begleiten. Christina und ich werden euch einmal in der Woche, die Reise dauert 9 Wochen, wir werden uns einmal in der Woche treffen, wo ihr euch darüber auslassen dürft, was ihr erfahren habt während eurer eigenen Begegnung im Schöpfungsraum. Und die Aufgabe der Reiseleitung ist es, euch mit Fragen zu inspirieren, genauer hinzuschauen auf das, was ihr uns erzählt. Wir werden die Fährte noch genauer legen und ich kann euch versprechen, es gibt nichts Spannenderes, nicht mal ansatzweise sowas Spannendes wie ja, die Schöpfungsinstanz in euch selbst zu betreten
um dann festzustellen, wie sieht denn das aus hinter dem Vorhang im Projektorraum, wo all die Bilder entstehen. Wer macht die Bilder? Wie kommen die dahin? Und was habe ich mit den Bildern zu tun? Was habe ich mit meinen Bildern zu tun? So, ihr Lieben. Das ist also das Dichterviertel von Barnsdorf. Und es gibt noch wenige Plätze. Ich werde noch einen Link hier drunter setzen für diese Heldenreise. Und wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere, der das jetzt hier sieht und inspiriert wird, dann zur nächsten Tag-Nacht-Gleiche dabei ist, um, glaube ich, das größte Geheimnis zu lüften, was ein Mensch überhaupt nur lüften kann. In diesem Sinne, freut euch auf den kalendarischen Frühling und naja, vielleicht brauchen wir keine Kalender mehr bald. Dann ist auch das gregorianische Zeitalter vorbei und dann kehren wir in die Menschenzeit zurück. Dann brauchen wir keinen Kalender mehr, dann braucht es nur noch die Abläufe am Firmament, die Abläufe in uns, um uns zurechtzufinden, um uns zu begegnen, um Mensch zu sein, um dieses Menschsein wahrscheinlich zum allerersten Mal auf diesem Planeten zu leben. Ich freue mich drauf. Bis dahin und macht's gut. Ciao.